9 Jahre Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten können lebensverändernd sein. Die Wohnanlage in der Richard-Knoller-Straße war lange als sozialer Brennpunkt bekannt. Der Bau aus den frühen 1970ern hat vieles gesehen. Ebenso skurrile wie traurige Geschichten erzählen aus einer Zeit, die jetzt Geschichte ist. Hat es eine Geschichte mal vor ein paar Jahren gegeben, bevor ich angefangen habe als Verwalterin, dass ein Bewohner seinen Parkettboden aus dem Wohnzimmer entfernt hat, damit er heizen kann im Winter. Weil einfach die Bewohner wenig Geld gehabt haben. Es ist doch die eher untere Gehaltsklasse. Und wenn das Öl nicht leistbar war, ist halt der Holzboden verwendet worden. 147 Mietwohnungen wurden vom Salzburger Siedlungswerk modernisiert, 35 neue Dachgeschosswohnungen errichtet. Die Revitalisierungskosten betragen 21,9 Millionen Euro. Zu einer der wichtigsten Neuerungen zählt der Umstieg von Öleinzelöfen auf eine Pellets-Zentralheizung. Die Anlage blieb während der Bauphase bewohnbar. Derartige Bauarbeiten am offenen Herzen erfordern viel Engagement. Also wir haben in Einzelbereichen wirklich aufopfernde Arbeit von unseren Mitarbeitern leisten müssen, damit wir das immer im Griff hatten. Aber es ist gelungen. Aber es ist ein Riesenaufwand. Man kann sowas auch nicht immer machen, sondern wir sind sehr froh, dass wir eben nur eine Wohnanlage haben, die so abgerutscht ist. Aber jetzt ist sie wieder auf einem Niveau, wo wir sagen, sie ist zeitgemäß, sie ist lebenswert und das ist das Schöne dran. Analysen im Vorfeld und viel Aufklärungsarbeit mit den Bewohnern schufen eine gute Basis. So arrangiert man sich auch mit Unannehmlichkeiten, wie dem Umzug in temporäre Ausweichquartiere oder Baulärm. Ja, es war schon immer viel los, aber das war immer vormittags und ja, man hat gar keine Probleme damit gehabt. Wir sind gut damit umgegangen. Etwas gemeinsam zu durchleben verbindet. Die Maßnahmen zur Stärkung der Wohngemeinschaft sind vielfältig und in der heutigen Anlage deutlich spürbar. Ein schönes Symbol für das neue Miteinander und die Möglichkeit der Bewohner, sich selber einzubringen, sind Kleingärten. Das Urban Gardening im Hintergrund ist ja auch so ein Beispiel. Es muss ja nicht jeder zum Garteln anfangen, aber es gibt doch die eine oder andere oder den einen oder anderen, der gern gartelt und da kommt man halt ins Gespräch mit dem Nachbarn, tauscht sich aus, das endet dann bei Kochrezepten. Das ist jetzt nicht die Allheillösung, aber es ist ein kleines Mosaiksteinchen, das dafür führen kann, dass sich die Menschen einfach in ihrer Wohnanlage besser verständigen. Unter solchen Bedingungen kann auch eine bunt durchmischte Gemeinschaft anfangen zu gedeihen. Die Richard-Knoller-Siedlung und ihre Bewohner haben wieder eine Zukunft.